wohl durch den Druck. Hi ho und willkommen bei mir zu Hause. Vor einiger Zeit ist ja die Innovis F560 bei mir eingezogen. Und nicht nur, dass sie gut nähen kann, nein, sie hat auch noch einige Besonderheiten, von denen ich euch heute ein paar näher vorstellen möchte. Aber erstmal, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst auch nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich immer Bescheid, wenn es hier bei mir auf dem Kanal ein neues Video gibt. Und das passiert ein-, zweimal in der Woche. In meinem ersten Video aus meinem neuen Nähstudio habe ich euch die F560 schon mal so ein bisschen vorgestellt, wie zum Beispiel den automatischen Fadeneinfädler oder auch die Menüführung. Das Video verlinke ich euch jetzt mal hier oben bei dem i. Und da sie wirklich einige tolle Features hat, gibt es heute das Folgevideo. Hinterlasst dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Damit unterstützt ihr nämlich mich und auch meine Arbeit hier auf YouTube. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den vielen verschiedenen Features der Innovis F560. Also, sie hat zum einen wirklich jede Menge Nutz- und Zierstiche. Das haben natürlich auch noch viele andere Maschinen. Aber es gibt sogar einige Stiche bis zu einer Stichbreite von 7 mm. Das ist dann halt wirklich schon ein flächendeckender Zierstich. Und man kann auch noch die verschiedenen Zierstiche und Buchstaben miteinander, untereinander kombinieren und hat halt dann so eine ganz individuelle Stichfolge. Dann verfügt sie natürlich auch über eine automatische Oberfadenspannung. Man kann aber auch noch zusätzlich die Oberfadenspannung manuell einstellen. Gerade wenn man quiltet, abstäbt oder mit besonders feinen Stoffen näht und das Nahtbild halt nicht so schön aussieht, hat man damit nochmal die Möglichkeit, ein bisschen fein zu justieren und damit das Ergebnis zu verbessern. Wenn man das auch nicht gerne hört, und da zähle ich mich dazu, dass man eigentlich zu jedem neuen Projekt erstmal eine Probenaht mit der Nadel, dem Garn, dem Stoff und den verschiedenen Einstellungen an der Maschine durchführen soll, ist es wirklich hilfreich. Gerade wenn ich in der Kombination mit einer kräftigen Nadel, also einer 90er oder 100er, und dann halt auch noch mehrere Lagen Kunstleder oder Kork unter der Maschine liegen habe, ist die Anforderung an die Naht natürlich eine ganz andere, als wie wenn ich einen dünnen Viskosestoff mit einer feineren 70er Nadel nähe. Und da ist es halt schön, wenn man da nochmal ein paar Einstellungen an seiner Maschine vornehmen kann, um halt das Ergebnis und das Nahtbild zu verbessern. Um die Fadenspannung einzustellen, geht ihr einmal auf den Stich, den ihr nähen möchtet. Und hier rechts oben in der Ecke auf dem Display ist nochmal so ein extra Button. Wenn ihr da drauf drückt, öffnet sich ein Untermenü, wo ihr Stichbreite, Stichlänge einstellen könnt und auch unter anderem die Oberfadenspannung. Das ist hier unten die letzte Zeile. Und wenn das so schwarz umrandet ist, dann sind das die Einstellungen, die vom Brother gemacht worden sind. Und hier mit der Plus- und Minus-Taste könnt ihr dann die Fadenspannung einstellen, müsst das Ganze dann natürlich noch hier unten mit der OK-Taste bestätigen und das war's dann auch schon. Wo ihr nichts dran einstellen müsst, was aber das Nähen gerade mit dünnen Stoffen und aber auch mit kräftigen Stoffen erleichtert, ist das rechteckige Transportsystem. Dadurch werden halt die unterschiedlichen Stoffe wesentlich gleichmäßiger und präziser transportiert. Also normalerweise ist es so, dass die Transportzähnchen in so einer elliptischen Form aus der Stichplatte herauskommen und somit den Stoff nach vorne transportieren. Und bei dem rechteckigen Transportsystem gehen die Transportzähnchen gerade hoch, rüber und auch wieder gerade runter. Das hat den Vorteil, wenn man zum Beispiel mit dünnen Stoffen näht und bei den elliptischen Bewegungen der Transportzähnchen den dünnen Stoff dann ganz am Anfang, also anfangen will mit der Naht und die Zähnchen dann so hoch und wieder runter gehen, dann kann der Stoff
in die Stichplatte reingezogen werden. Also die Maschine frisst dann den Stoff. Und mit diesem rechteckigen Transportsystem wirkt man dem halt entgegen. Da die Zähnchen halt nicht langsam in dieser schrägen Form den Stoff mit in die Stichplatte ziehen können, sondern die Zähnchen gehen ja gerade hoch und runter. Was auch noch zu einem verbesserten Stofftransport beiträgt, ist, dass man den Nähfußdruck einstellen kann. Gerade wenn man mit dehnbaren Stoffen näht, ist das wirklich hilfreich. Denn wenn da der Nähfußdruck zu hoch ist, kann sich die Naht wellern. Das sieht ja dann unschön aus. Und wenn man dann den Druck verringert, wird der Stoff nicht so gedehnt und die Naht sieht halt viel gleichmäßiger aus. Um den Nähfußdruck zu ändern, da geht ihr hier unten, was so aussieht wie ein Blatt Papier, da öffnet sich ein Menü. Und da sieht man hier rechts oben in der Ecke, dass ich nun auf Menüseite 1 von 5 bin. Und mit den Pfeiltasten kann man die verschiedenen Seiten hier in dem Menü durchblättern. Und da sind verschiedene Einstellungen, die man vornehmen kann. Und unter anderem halt hier auf Seite 2 ganz oben der Nähfußdruck, den ihr dann auch wieder hier mit dieser Plus- und Minustaste einstellen könnt. Einmal auf OK gehen und er ist geändert. Da die F560 über so viele Zierstiche und auch breite Zierstiche verfügt, kann es sein, dass bei den verschiedenen Stoff-, Garn-, Nadelkombinationen sich das Stichbild verzieht. Und dafür gibt es eine Feineinstellung. Und um zu wissen, ob sich das Stichbild überhaupt verzogen hat und in welche Richtung man denn dann auch justieren muss, dafür gibt es einen Kontrollstich. Den Kontrollstich gibt es auf verschiedenen Maschinen, aber überall sieht er gleich aus, wie so eine Sprechblase an einem Strich. Und der ist hier bei der F560 unter Menüpunkt 6, dann einmal weiter nach rechts scrollen und da ist es hier Numero 36, also wie gesagt, wie so eine Sprechblase an einem Strich. Da dann einmal drauf drücken und hier steht, dass der Nähfußende gebraucht wird. Habe ich den drin? Jawohl, den habe ich drin. Und dann einmal schauen, wie das Muster aussieht. Was man hier gleich sehen kann, ist, dass hier eine Öffnung ist. Das heißt, die Spitzen treffen nicht aufeinander. Das heißt, die Höhe, welches die vertikale Feineinstellung ist, ist hier nicht richtig justiert. Einmal hier unten dieses Platt drücken, in die Menüführung gehen und dann sieht man hier Feineinstellung vertikal, hoch, runter und Feineinstellung horizontal. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt erst einmal auf minus 2 stellen. Also die vertikale Ausrichtung muss etwas kleiner werden, damit der Stich etwas mehr zusammengeht und werde den Stich einfach nochmal ausprobieren. So, und das war schon. Die Spitzen hier treffen genau aufeinander. Man sieht den Unterschied hier. Und bei der horizontalen Einstellung muss ich gar nichts machen. Die ist perfekt. Und ich würde diesen Kontrollstich hier auch immer, wenn ich jetzt besonders festes Garn nehme, wie Dekogarn und dafür dann auch eine gröbere Nadel oder so brauche oder Metallgarn und dann halt auch die verschiedenen Stoffe, in der Kombination würde ich diesen Stich immer noch mal testen und schauen, ob die Feineinstellung auch hierfür 100% zutrifft. Die Maschine kann sogar seitwärts nähen. Ja, ihr habt richtig gehört. Nicht nur, dass man damit einfacher etwas applizieren und auch den Stoff dekorieren kann, sondern es ist auch hilfreich, wenn man zum Beispiel eine Hose flicken möchte. Um seitwärts zu nähen,
einmal auf Menüpunkt 5 gehen. Ich finde die Bilder auch recht selbsterklärend. Hier hat man halt einen Pfeil nach links und rechts, damit die Maschine nach links und nach rechts näht. Und hier hat man nun zwei verschiedene Stiche, einmal den Geradstich und einmal den Zickzackstich. Ich kann hier auch noch eine Seite weiter umblättern und so halt nach hinten, nach links, nach rechts und nach vorne zu nähen. Dann fangen wir doch mal an. Dann einfach die andere Richtung anwählen und die Maschine macht das von ganz alleine. Ich mache hier wirklich gar nichts. So sieht dann das Endergebnis aus und zum Hosenflicken ist das halt optimal, wenn man den, Moment, einmal hier ein bisschen beiseite räumen, den Nähtisch abmacht und hier dann was drumherum legt, kann ich ja hier nicht mehr so justieren und da ist der Seitwärtsstich halt Gold wert. So, und das Highlight kommt zum Schluss. Ihr könnt euch nämlich euren eigenen Zierstich kreieren, den auf der Maschine abspeichern und auch mit den verschiedenen anderen Stichen und Buchstaben kombinieren. Das geht in dem My Custom Stitch Design, also im Mein Stich Design. Mit dabei ist auch so ein Rasterpapier. Da könnt ihr erstmal ausprobieren, wie euer Zierstich aussehen soll und könnt dann von dem Papier die Koordinaten nehmen und dann in der Maschine, in dem My Stitch Design eingeben. Mir war das ein bisschen zu umständlich. Ich finde es viel einfacher, direkt an der Maschine den Zierstich zu zeichnen. Durch das große Display hat man da einen recht guten Überblick und ich muss mich nicht noch mit zig Koordinaten rumärgern. Um euren eigenen Zierstich zu programmieren, gibt es hier unten diesen My Custom Stitch Design Bereich. Da einmal draufdrücken und dann habt ihr hier die Menüführung. So sieht euer Zierstich aus und in die vielen verschiedenen Richtungen könnt ihr nun diesen kleinen Bleistift führen und sagen, geh in die Richtung, mach da einen Stich oder da einen Stich, da machst du keinen Stich, um halt euren Zierstich zu malen. Wie gesagt, es gibt auch noch dieses Rasterpapier, aber ich fand das viel zu umständlich. Einen Stich setzen macht ihr hier mit der Mitte und dann könnt ihr nun in jede Richtung navigieren und dann drückt ihr wieder da drauf und immer wenn ihr in die Mitte drauf drückt, da wird dann ein Stich gesetzt. Ansonsten geht ihr nun so entlang und könnt einfach sagen, so sieht mein Zierstich aus. So sieht das Ganze nun aus. Ein recht kleiner Stich und ein einfacher Stich. Aber auch hier Übung macht den Meister und halt auch erstmal ausprobieren, ob das so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Und wenn man aus Versehen mal einen Stich gesetzt hat, wo man keinen möchte, dann ist hier so ein Minus und damit kann man den letzten Stich, den man gesetzt hat, wegmachen, also quasi wie so ein Radiergummi. Wenn ihr euren Zierstich abspeichern möchtet, dann geht ihr hier unten auf die Tasche mit dem Pfeil. Und da könnt ihr nun entweder aussuchen, ob ihr den Stich auf der Maschine oder aber auf einem USB-Stick speichern möchtet. Wenn ihr euren Stich dann abrufen möchtet, dann geht ihr auf den Button hier unten rechts. Das hier ist den Stich erstellen und hier könnt ihr ihn dann abrufen und ich habe den ja eben auf meiner Nähmaschine gespeichert, dann einmal hier und hier könnt ihr euch dann den Stich, den ihr entworfen habt, ihr könnt hier halt auch mehrere Stiche speichern, abrufen. Einmal drauf gehen,
einfügen und ihr habt den hier angezeigt auf eurem Display. Mit dabei ist natürlich auch eine umfangreiche Bedienungsanleitung. Da könnt ihr zwischendurch reinschauen, wenn ihr etwas Bestimmtes sucht. Und auch hier hinter dem QR-Code, da verbergen sich mehrere Anleitungsvideos. Ich kann euch sagen, ich bin absolut begeistert, was die Maschine alles kann und mit welcher Präzision und Leichtigkeit sie alles umsetzt. Mir macht es auch so viel Spaß, an der F560 so viele verschiedene Sachen auszuprobieren, kombinieren, einzustellen und die Maschine halt auf meine Bedürfnisse anzupassen, ohne dass ich dafür halt ein Studium brauche. Auch habe ich auf ihr mein neues Sweatkleid von Lutherloh komplett genäht. Sie hat nicht einmal gemuckt, ist durch alle Lagen Kuschelsweat einfach nur durchgeschnurrt wie ein Kätzchen, ohne Zip und Zap. Aber hey, auch wenn die F560 ein Allround-Talent ist, möchte ich meinen Schnellnäher von Brother, die PQ1600S, nicht mehr missen, denn ich will mich ja auch noch weiteren Taschenherausforderungen stellen. Vielen lieben Dank auch an Brother, dass sie mich bei meiner Arbeit unterstützen und mir die Möglichkeit geben, so viele unterschiedliche Maschinen auszuprobieren. Und das bei kompletter kreativer Freiheit für mich und mit so einer herzlichen und unkomplizierten Zusammenarbeit, wie sie es in ihrem Slogan halt betiteln, Brother at your side. Ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, seine Maschine näher kennenzulernen und auszuprobieren, was sie alles kann. Da kommt der Spaß von ganz alleine und man traut sich dann halt auch viel mehr zu, weil man ja sein Schätzchen dann viel genauer kennt und weiß, wo die Stärken und Schwächen liegen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß an eurer Nähmaschine bei egal was für einem Projekt ihr gerade umsetzt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.